Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lukas von bestens.de und heute möchte ich dir die Massagesitzauflage MC825 vorstellen. Ich möchte alle technischen Details im Video aufzeigen und das Produkt in seiner Anwendung präsentieren. Ich hoffe, ich kann dich hierbei bei deiner Kaufentscheidung motivieren. Hey, bevor das eigentliche Video anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und haben einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du hast unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du gerne mal draufdrücken und dir den Preis mal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß jetzt bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß. Die Massagesitzauflage gilt allgemein als eine günstige Alternative zum Massagesessel. Die Einrichtung geht schnell und mobil ist sie auch noch. In diesem Medisana MC825 Massagesitzauflage Test gucken wir genauer, was die Auflage kann und wo die Schwächen liegen. Unsere Erfahrungen decken sich zudem stark mit den bereits über 1300 Bewertungen im Amazon Shop. In einem Bereich kann die Shiatsu-Auflage von Medisana besonders punkten. Die Vor- und Nachteile erfährst du jetzt hier im Video. Beim ersten Blick fällt auf, die Medisana MC825 kann optisch definitiv überzeugen. Der Hersteller Medisana ist bereits seit 35 Jahren im Bereich der Gesundheitsgeräte tätig. Die Expertise merkt man hier deutlich. Die großen seitlichen Luftkissen sind nicht nur auffällig, sondern zeigen im Test ihre Daseinsberechtigung. Gegen Höhe und Dicke der Auflage können wir keine Kritik üben. Sie lässt sich wie die meisten anderen Testmodelle auf Stuhl, Sessel oder Couch nutzen, wobei die Rückenlehne auf der Couch nachgeben könnte, da sie nicht extrem steif konzipiert wurde. Das Material ist wie vom Hersteller propagiert leicht in der Pflege und Reinigung. Etwaige Gerüche könnten im Medisana MC825 Test nicht wahrgenommen werden. Der Preis scheint also hinsichtlich der Verarbeitungsqualität gerechtfertigt zu sein. Bei der Größe stellen wir fest, dass die Massagesitzauflage für viele Menschen geeignet ist. Wir empfehlen jedoch eine Körpergröße von maximal 1,90 m. Da die Nackenmassage in der Höhe durch das Rad justierbar ist, gibt es einen Pluspunkt in der Nutzbarkeit. Etwas nachteilig ist die Positionierung des Drehrades. Dieses könnte sich bei der Massage verstellen, weil es direkt auf der Unterlage anliegt. Technisch gesehen hätten wir uns doch über mehr Funktionen gefreut. So kann zum Beispiel die Intensität der Nacken- und Rückenmassage nicht variiert werden. Das geht nur bei den seitlich angebrachten Luftkissen von Low bis High. Die Härte der Massage ist immer von Person zu Person im Empfinden unterschiedlich. Bei der Medisana muss man jedoch von einer härteren Rückenmassage sprechen. Zu dieser Einschätzung kommen auch viele Kunden. Trotzdem bleibt es auch ein subjektives Empfinden, denn viele mögen es. Die zwei rotierenden Massageköpfe im Rücken können auf- und abfahren. Die integrierte Wärmefunktion finden wir gerade deswegen sinnvoll, weil sie über die Fernbedienung separat zugeschaltet werden kann. Natürlich sorgt sie auch dafür, dass die Muskulatur schneller entspannt und die Durchblutung verbessert wird. Während der Massage einzuschlafen ist hingegen nicht problematisch. Nach 15 Minuten greift zuverlässig eine Abschaltautomatik. Wie eben schon angesprochen, kann der Nackenmassageteil in der Höhe verstellt werden. Wer unter 1,60 m groß ist, wird eventuell Probleme bekommen oder wer einen kurzen Oberkörper hat. Doch das ist ein generelles Problem, nicht nur bei der Medisana Massageauflage MC825. Insgesamt packen die Knetrollen im Nackenteil ordentlich zu und sollten auch stärkere Verspannungen und Verhärtungen lösen. Im oberen Rückenbereich ist zu bemängeln, dass die Massagerollen einen größeren Bereich abdecken könnten. Eine Nutzung im Auto ist soweit nicht möglich. Hierzu fehlt ein 12 Volt Anschlusskabel im Lieferumfang. Darüber hinaus wird es vom Hersteller auch nicht empfohlen. Eine Massage während der Fahrt könnte zur Ablenkung bzw. Gefährdung führen. Im Vergleich zu anderen Geräten deckt die Medisana eine Reihe an Massagezonen ab. So bietet sie im Nacken- und Rückenbereich eine feste Shiatsu-Massage mit Roll-Knettechnik an. An der Seite sowie im Gesäßbereich findet sich eine Vibration- bzw. Akupressur-Massage wieder. Vor allem die Intensität, welche dreifach einstellbar ist, hängt hier auch vom Gewicht der Person ab.
nochmal alle Vor- und Nachteile für dich zusammengefasst. Du bekommst mit diesem Gerät viele Massagezonen angeboten. Die Nackenmassage ist höhenverstellbar, die feste Shiatsu-Massage im Rücken ist spürbar und du hast ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzlich ist das ganze Produkt relativ gut verarbeitet. Nachteile sind die Massagearten. Die Nacken-Rücken-Massage hat keine Intensität wählbar und du bekommst keinen 12-Volt-Anschluss für die Kfz-Nutzung. Im Video zeigt sich ein Modell, welches solides, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Es gibt unserer Meinung nach bei der Verarbeitung keinerlei Kritikpunkte. Die Nackenmassage kann individuell eingestellt werden, was ebenfalls gut ist. Die Shiatsu-Massage im Rücken ist fest, daher sollte die Auflage vorher getestet werden. Solltest du also noch weitere Fragen haben, dann schreib doch in den Kommentarbereich. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle für deine Aufmerksamkeit. Guck nochmal in die Videobeschreibung, dort habe ich für dich den besten aktuellen Preis zu diesem Produkt verlinkt. Ich würde mich über ein Abo oder Like freuen. Bedanke mich nochmal für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.